In diesem Video. Dieser Platz ist die Knie von Beinen. Hier ist es sehr angenehm. Ach, das ist die Übersetzung! Ja moin! Das ist die Übersetzung da unten. Junge, das hat mich mehr verwirrt, als hätten sie nicht die Übersetzung dahin geschrieben. Eieiei, endlich mal ein bisschen mehr Training. Habe ich denn tatsächlich auch jetzt endlich die Kraft dazu, diesen Gegner da fertig zu machen? Junge, 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 hat das lange gedauert jetzt, um das hochzuleveln. Ich habe nämlich versucht, alle Schergen, die wir haben, zu leveln. Also zumindest die, die jetzt uns als äußerst wichtig erscheinen. Stürmer und. Haben wir alle versucht zu leveln. Hat auch alles richtig gut geklappt, nur Ed hat sehr viel Zeit gefressen und vor allem sind wir dadurch absolut krass geworden mit unseren Hauptcharakteren. Baby Junior und Kamek sind, glaube ich, Level 25, maybe. Also ziemlich heftig. So, und wir haben, wie ihr seht schon, neue Fähigkeiten unten. Und zwar kann der Fly oder der Fliegende Bowser Jr. jetzt einen Shy-Guy-Schwarm suchen. Das können wir ja mal machen. Einfach, weil wir jetzt auch gerade die A-Karte gezogen haben. Amada ausrücken! Und wir sollen das drücken. Alles bereit! Holy shit. Holy shit, hat das wehgetan. Ja, okay, wir schaffen es zwar trotzdem, aber das hat ja absolut reingezimmert. Gut, merken wir uns. Könnte auf jeden Fall wehtun. Yeah, der Damage. Ja, alles klar. Aber wie gesagt, die Level 25 macht viel aus. Wenn wir gewinnen, denn nur durch die Bienenletzten, die übrig bleiben. Aber irgendwas musste ich ja tun. Ey, wir waren absolut unter Level. Ich habe nicht mal Einheiten gehabt, die Level 20 waren. Und die hier sind alle Gegner mit Level 21, also wir waren sehr dezent unterlevelt, also mussten wir ja irgendwas jetzt tun, damit wir mal wieder vorankommen und so habe ich halt gelevelt. Und ja, ich benutze jetzt Vereitern extra nicht, weil, Vereitern meine ich, weil wir brauchen die Punkte. Gut, einmal könnten wir, glaube ich, danach müsste ich aber aufpassen. Weil ich würde gerne für den letzten Kampf aufbrauchen. Weil hier ist tatsächlich alles läppisch. Guckt euch das an. Die werden so zerstört von meinem Trupp. Also so wirklich zerstört. Sind halt auch nur Gumbas, ne? Und ich glaube, im letzten Abteil waren noch Schützen mit bei. Das heißt, da werde ich ein paar Probleme haben. Wegen Fliegern. Die mögen sich nicht so sehr, Schütze und Flieger. Aber vielleicht haben wir ja Glück und das reicht aus, was wir an Armee haben. Eigentlich sollte es, by the way. Ah, guck mal, die haben hier auch so einen Überschallgeil, haben sie mit bei. Ja, dann machen wir jetzt einmal Ansporn. In der Hoffnung, dass wir gleich instant vielleicht, ja, genau so was bekommen. Zwar nur von 2, das ist aber nicht so schlimm. Oh mein Gott, wir machen echt nicht wenig viel Damage. Aber nochmal. Okay, das war schon besser. Geschwindigkeit, oh, weniger. Oh ja, oh ja, oh ja, das hat sich gelohnt hier. Eieiei, Leute, was geht ab bei euch? Schon wild, wie die hier rumflackern. Okay, ich muss aber ehrlich gestehen, wir kriegen trotzdem stolz auf die Schnauze. Ich lieb's. Aber der Chai-Guy, man merkt's, der macht absolut guten Damage. Also wirklich. Und langsam kann ich auch Kameks Attacke, ja. Ich hab's schon mitgekriegt, dass ich so langsam besser werde. In den Attacken. Eigentlich ist es auch nicht schwer. Man müsste nur bei Kamek ein bisschen genauer gucken, wann man angreifen sollte. Oder treffen sollte. Kamek? Ja? Erinnerst du dich an dieses Versprechen? Welches Versprechen? Naja, du hast mich doch versprechen lassen, dass ich Bowser Schergen retten werde, ja? Ah, ja natürlich. Pass nur gut auf, ich werde dieses Versprechen erfüllen.
Ach, junger Herr. Es ist so schön, dass er endlich mal einsieht, dass er nicht nur alleine kämpfen muss, sondern viele Leute bei sich hat. So, ein Gumma-Olevel 21. Also man sieht schon, 21 macht schon was einher. So, und wenn wir jetzt Glück haben, kriegen wir endlich wieder einen neuen Kameraden. Und zwar Lemmy. Lemmy, die alte Socke. Oh, es sind 4 Kämpfe. Warte. Wieso kann ich nicht die Formation nur angucken? Flieger ohne Ende. Mhm. Also wir werden auf Flieger gehen. Das heißt, Schützen brauchen wir. Wir brauchen Stürmer. Was? Die Flieger, würde ich sagen. Ja, dann machen wir Flieger-Schützenteam. Warte mal, war doch richtig. Flieger und Schützen, ne? Ja. Das heißt, ich werde mal kurz dich, Bowser Jr., zu einem Schützenmann. Dann holen wir unsere Schützen noch mit rein, nämlich unsere besten Schützen. So. Obwohl ich überlege, ob wir den Icebow, also die Icebows reinmachen. Und dann könnten wir 3 Buhus mitnehmen. Denn ich mag die Buhus sehr. Die sind einer meiner liebsten Flieger. So, let's go. Und ja, ich ändere jetzt nicht mehr so viel die Formation. Ich werde die bestimmt mal irgendwann mal wieder anpassen. Aber so viel möchte ich da nicht. Guten Tag, schöne Damen. Hätten Sie Lust auf einen Kaffee mit mir einzunehmen? Hey, da, süße Kartoffel. Beweg dein Brötchen rüber zu mir und lass deinen Kaffee rüberwachsen. Iggy. Wie hat es dich denn hier verschlagen? Iggy, alles in Ordnung? Heilige Kuh. Was ist falsch mit euch? Ich war gerade dieses Kätzchen am süß sprechen. Also geht verloren. Ich wollte gerade freundschaftliche Beziehungen zu diesen Damen aufbauen. Also entfernt euch bitte. Bitte lasst mir meine Freiräume. Was? Verkrampft mir nicht meinen Stil, ihr rechteckigen Verlierer. Grabt ihr das? Ich verstehe kein Wort, ne? Können wir zum Einverständnis gelangen? Hat der schon immer so gesprochen? Iggy! Hör auf, unverständiges Zeug zu reden und komm mit uns. Ich hab keine Ahnung, was ihr meint. Ihr Leute seid nussig wie ein Fruchtkuchen. Ich vermag nicht, euch zu verstehen und muss an euren Geisteszustand zweifeln. Was ist denn los da, Carly? Carly? Kupasse, was ist oben? Diese 2 hier versuchen etwas anzufangen ohne irgendwas. Die 2 Herrschaften wollen hier wohl Unruhe stiften. Ich bin fast fertig, mit ihnen ein Knöchel-Sandwich zu servieren. Ich bin kurz davor, da meinen Gewaltverzicht zu revidieren. Seid ihr beiden Bekannte von Carly? Du, was hast du mit Iggy angetan? Die Angelegenheit scheint mir etwas komplizierter zu sein. Wollt ihr erstmal zu meiner bescheidenen Hütte mitkommen? Ich war nach langer Zeit mal wieder ins Meer schwimmen gegangen. Kaum war ich im Wasser, schwimmt mit mir Carly entgegen bewusstlos. Absolut verwirrend, was die gerade von mir wollen. Ich bin absolut verwirrt. Carly ist mein Enkel, müsst ihr wissen. Leider hat er sein Gedächtnis verloren. Was man ihn auch gefragt hat. Er stammelte immer nur, wer bin ich und wo bin ich und warum? What the hell? Seine Amnesie hatte wohl auch sein Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen. Ja, hab ich mitgekriegt, Junge.
Deshalb habe ich ihm das Sprechen neu beigebracht, ganz modern, so wie die jungen Leute von heute. Die Winterabende hier an meiner Hütte waren immer sehr lang. Entsprechend viel Freude hat es mir bereitet, endlich wieder meinen Enkel hier zu haben. Aber Iggy kann doch höchstens seit nur ein paar Stunden hier sein. Stimmt, bei ihm klingt das so, als wären es Jahre gewesen. Iggy hat also das Gedächtnis verloren, ja? Jene waren die Tage. Mein Mann Kupuzzle. Ja, Kali, wie in alten Zeiten. Es ist erschreckend, wie schnell die Jahre vergehen. Nein, nein, es waren nur Stunden. Hm? Woher kennt die Kali? Iggy ist unser Freund. So, euer Freund. Ein echter Kumpel also. Ach, Enkel, man schaut nur kurz weg und schon sind sie erwachsen. Junger Herr, seitdem Mann scheint mir etwas verwirrt zu sein. Er muss Iggy mit jemand anderen verwechseln. Ja, du hast recht. Hör mir mal zu, alter Mann. Nein, bitte, sag jetzt bitte nichts. Ich weiß es schon, was euch jetzt kommt. Und ich werde mich euch nicht in den Weg stellen. Was meinst du, Kachli? Willst du wieder mit deinen Kumpels um die Häuser ziehen? Kein Weg, ich werde bei dir kleben. Das schließe ich kategorisch für mich aus. Ich werde bei dir bleiben. Dieser Platz ist die Knie von Beinen. Hier ist es sehr angenehm. Ach, das ist die Übersetzung! Ja moin! Das ist die Übersetzung da unten! Junge, das hat mich mehr verwirrt, als hätten sie nicht die Übersetzung dahin geschrieben. Oder? Was ist nur aus dir geworden, Iggy? Wo ist dein Fua? Hör mir zu, du musst dagegen ankämpfen. Hey Kami, kannst du mir nicht irgendwie das Gedächtnis wieder zurückzaubern? Ich könnte ihn höchstens auf 10-fache wachsen lassen, wenn das hilft. Irgendwie traurig, dass mein Enkel sich nicht mit an seinen alten Kumpels erinnert. Er müsste sein Gedächtnis irgendwie wiederherstellen. Danach kann er entscheiden, was er tut. Mal überlegen, sollen wir ihn die Schocktherapie versuchen? Schocktherapie? Ja, man verpasst dem Patienten den Schreck seines Lebens und peng, er ist geil. Noch nie gehört? Ehrlich gesagt, nein. Und wie sollen wir ihn schocken? Ich würde sagen, wir hauen ihn kräftig auf die Birne und gucken, was passiert. Das ist absolut keine gute Idee. Ich weiß nicht, das scheint mir etwas zu brutal. Bleib stark, Iggy, wir geben nicht auf. Das ist doch keine Therapie! Also wenn mir jemand auf die Birne schlagen würde, ne, und sagte, das ist die Therapie, dann würde ich ganz stark mal den Menschen fragen, ob er nicht ganz bei Trost ist. So, jetzt haben wir ein Problem. Weil eigentlich sind die vorne sind hier diese... Wie heißen die? Diese Krebse, die können ganz schön wehtun für meine Flieger tatsächlich. Wie man hier sehen hat, tun sie sogar sehr doll weh. Und natürlich machen die Ansporn an der Stelle. Big F. Aber ich glaube, das sollten wir hinkriegen, oder? Oh mein Gott, veraltet. Oh no, Hammerbrust können so eklig sein. Ja, Tuli. Oh, natürlich noch einmal. Kommt schon, Leute! No! Alter, wir sind nur 4. Eisbos! Alter, die sind so lahmarsch, ey. Der Nachteil an Eisbos, echt, die sind absolut lahmarsch, ey. Alles klar, dann müssen wir das regeln. Ich hab gehört, wir machen das easy. Ja, sehr schön. Tja, ich würde sagen, das schafft er nicht. Weil wir machen extra viel Damage auf euch. Bam, Junge. Rein da. Okay, gut. Extra viel Damage ist das jetzt auch nicht. Oh no. Das war's. Bowser Jr. Alter. Eigentlich waren wir so gut wie tot. Oh
Oh, nicht die Kugel, Dullis. Aber wir haben keine Pockets dabei und keine Pflanzen. Das ist ganz gut. Ja, okay, die Goombas hätte ich jetzt nicht abwehren müssen, bin ich ehrlich. Wenn die Goombas mir irgendwas antun, dann GG. Überraschungsbox. Oh ja, geil. Ich wollte schon immer überrascht werden mit Präzision. Ja gut, für die Gegner vielleicht okay, aber ich muss ehrlich gestehen, was sollen die mit der Präzision anfangen, außer die zwei Boomerang-Bros. Die halt tatsächlich jetzt ernsthaft viel Damage machen. Dein Ernst? Ah, guck mal. Ja, GG. Komm, let's go. Mach bitte den oberen Buu als erstes. Den oberen. Findest du witzig Spiel, ja? Ich nicht. Okay, dann werden wir jetzt einmal anspornen tatsächlich, Mann. Beide Seiten anspornen. Weil wir haben ja dann noch einmal anspornen für den letzten Kampf. Und da wollen wir natürlich auch den Schleichangriff machen. Damit wir Iggy schon mal einmal mitgeben. So, sehr schön. Das ist wichtig. Bam! Rein da! Geschwindigkeit senken ist gut. Vereiten tun wir mal. Ja, zwei sind gut. Eben Fisch kann angreifen. Das ist mir egal. Verhalten wir einfach nochmal. Zwei Punkte kriegen wir. Das heißt, nächste Runde haben wir auf jeden Fall genug. Hoffentlich. Oh, shit. Aber ich glaube, das machen wir hier. Mhm. Halt, hat er drin gehauen. Uiuiuiui. Ja, das ist mir jetzt egal. Ab jetzt weiß ich, dass wir auf jeden Fall 100% geschafft haben. Da könnt ihr gerne noch meine Leute ein bisschen dezimieren, das ist mir egal. Oh, der weicht gut aus, muss man ehrlich gestehen. Aber es ist ein Goomba, Leute. Es ist ein fucking Goomba. Lassen Sie sich von einem Goomba fertig machen. Alter, was seid ihr für Lappen? Rosa Schergen halt, ne? So, weg damit. So, und jetzt geht's los. Iggy am Start. Einmal anspornen. Ganz wichtig. Erstmal volle Moral. Vollen Schleichangriff in den Hintern. In den Allerwertesten. Jetzt hoffe ich mal, dass er nicht guckt. Dann kriegen wir mehr Schaden. Oh ja. Mal gut. War mehr berauschend als berauschend. Ja, wow. Geil Deutsch, ne? War mehr schlecht als recht. Das wollte ich eigentlich sagen. Oh, und das war eigentlich recht gut. Nice. Bam! Oh ja, Zimmer rein. Okay, er holt Verstärkung, verständlich. Wir haben alle neun noch. Wir haben alle neun noch. Okay, er hat ein bisschen Verstärkung dabei. Das ist halt absolut belastend. Ach, scheiße. Na gut, egal. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht, dass du da durchkommst. Okay, Iggy wird down sein. Iggy wird down gehen, bevor wir überhaupt den Krebs kaputt machen. Schade, die Bonus-EP hätte ich gern mitgenommen. Aber sehr schön gemacht. Sehr, sehr geil. Kriegen wir Iggy wieder? Iggy, bist du jetzt wieder der Alte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da ist ja wieder sein Vorhass zurück. Oh, Junior und Kamek, sind wir immer noch an den Zutatensuche? Was suchen wir noch? Würzwolle? Er ist wieder ganz der Alte. Sein Gedächtnis ist zurückgekehrt. Er scheint so möglicherweise. Mein Gedächtnis ist zurück. Wo war es denn? Ach, es ist so rührend, dich wieder mit deinen Kumpels vereinen zu sehen. Carly, du bist ein guter Junge. Und sie sind? Wir hatten nicht viel Zeit miteinander, aber es war der schönste halbe Nachmittag meines Lebens. Komm doch deinen Opa ab und zu mal wieder besuchen, ja? Und jetzt los, deine Kumpels warten auf dich. Ihr werdet wieder um die Häuser ziehen wie in alten Zeiten. Meine Kumpels? Ich mag den Ton davon. Er scheint ein wilder Mix zu sein im Oberstübchen.
Iggy ist wieder dabei! Also dann, weiter im Text. Hey, da kommt wer. Biff! Meinst du, dieser Ludwig ist hier? Oh. Das ist doch Luzi, meine liebe Luzi. Meine Enkeltochter, der kleine Wildfang. Ah, Moment. Oder war das gar nicht Luzi? Vielleicht Mimi oder Leni oder Lilly. Ja, ich bin mir ganz sicher, Lilly war's. Hm, oder doch Miri? Wie viele Enkeltöchter hast du denn? Klingt so, als wären sie auf den Ludwig aus dem Fersen. Wohin führt der Weg? Da wo Bernadette hingelaufen ist, da geht's zum Grübchenwald. Wer ist denn jetzt schon wieder Bernadette? Du hast also auch Enkel, deren Name nicht auf I endet? Hm, vielleicht war es doch nicht Bernadette. Hedwig? Rabea? Jacqueline? Jacqueline? Grunhilde? Clotilde? Mehr Reis mit den Tüten, Gisela? Lass uns abhauen. Cecil? Nicolette? Aber sonst sieht's den alten Mann noch gut, ja? Brauch mir jetzt keine Sorgen machen um den oder irgendwie einen Arzt Bescheid sagen, dass der absoluten Schaden hat. Yes, Maximalschaden ist auf 130 gestiegen. Junge, läuft. Läuft. Und jetzt könnten wir rein theoretisch ins nächste Gebiet. Das wäre jetzt der Grübchenwald. Dort könnten wir zurück. Das ist ja sehr interessant. Um natürlich nicht Iggy zu holen, sondern Ludwig. Aber sehr geil. Wir gucken mal kurz auf die Aufstellung. Ich würde nämlich gerne wissen. Da ist er. Unser Freund Iggy, der Fantastische. Sehr schön, dass er wieder bei uns ist. Freue ich mich tatsächlich drüber. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, werden wir uns wahrscheinlich auch in den nächsten Folgen wieder hier sehen. Weil Grübchenwald und alle drum dran, wir haben ja eigentlich alle so mäßig gemacht. Es wird jetzt viel sein, wo wir unsere Leute wiederbekommen, unsere guten alten Scheren. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.